sehr wenig Tempo bei GC jetzt. Holzhauser aus 30 Meter! Ei! 30 Meter könnte er abziehen, lädt mal quer auf den Ball ein, der hat den Ball auf dem rechten Fuß und flach auf den langen Pfosten. Und dort muss der Laurent Walter, der Goalie von Xamax, sich lang machen im Gegenangriff. Sehr gut, Holzhauser dazwischen, schnappt sich den Ball wieder, das ist die Abklärtheit, die wir angesprochen haben. Sehr gut, Ball gerade vorne auf den Bahui, 4 gegen 4. Jetzt sehen sich ein paar neue Spieler. Ja, jawohl! 5 Minuten rum und er trifft doch in der 30. Minute zum 1-0. Nach Assist vom Bahui und der Treffer müssen wir auch Raphael Holzhauser eigentlich gut schreiben. Zentrale 35 Meter vor das Goal zum Nabil Bahui. Der leitet sich der Walter rechte Fuß und zieht ab. Sehr gut gemacht. Und da muss sich der lange Walter wieder lang machen. Kommt der Ball wieder zurück. Über. Im Moment lässt man den Ball da hin und her zirkulieren. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite nutzen. Ist es jetzt ein Dumbi. Aber der Ball dort nicht mit. Ich könnte spielen. Achtung, auf den Bayrami. Das könnte einen gefährlichen Angriff geben. Der Ping auf der linken Seite bringt den Ball hin und ein Eigengoal. Beinahe ein Eigengoal. Ich bin nicht sicher, ob es ein Kammer war, ja, wo der Ball dort eigentlich die Pfosten gelenkt hat. Und so da wieder am Boden liegen bleibt. Und jetzt geht auf die andere Seite mit dem Bayrami auf der linken Seite. Drückt er in den Strafraum rein. Achtung, hat noch einen Gegenspieler gegen sich. Könnte abdrücken. Macht alles. Jawohl, das ist 2-0. Jawohl, das muss die doch Entscheidung sein. Schon in der 59. Minute. Und er lässt sich feiern von der eigenen Kurve. Jawohl, Nedim, das ist ein uren geiles Goal gewesen. 60. Minute. Und wunderschönes Goal. Zwirbel, wo Xamax in den letzten 5 Minuten gezeigt hat. Vielleicht findet jetzt GC wieder bessere Tritt. Jetzt zum Beispiel mit dem Ngoi. Wunderbar, was? In Strafraum hin. Das ist Goal! Das ist 3-0! Und das ist Emery Pinga! 3-0! Und auch er lässt sich von der Kurve feiern. 65. Minute. Gnadenstoss. Das könnte jetzt auf die andere Seite gehen. Es ist ein Pinga, der den Ball richtig bei Rami spielt. Wieder zurück zum Pinga. Und nein! Uiuiui. Es gibt Eckball für GC, 10. Eckball, das ist jetzt blitzschnell gegangen.